Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Die wirtschaftliche Entwicklung ist krisenhaft und von zunehmenden internationalen Verwerfungen geprägt. Steigende Energiekosten, auch durch die zunehmenden Spannungen, Wirtschafts- und Stellvertreterkriege, zunehmende Unsicherheiten etwa im Hinblick auf die zu erwartende protektionistische Politik einer neuen US-Regierung unter Trump, etwa eine mögliche Verschärfung der Konfrontation mit China mit allen daraus ableitbaren Folgen. Das alles wirft seinen Schatten auch auf die nordhessische regionale Wirtschaft und die Lage am Arbeitsmarkt in unserem Kassel. Um über die wirtschaftliche Lage zu berichten und Vorschläge an die Kommunalpolitik zu formulieren, wurden bereits die IHK Kassel-Marburg und die Handwerkskammer in den Fiebigenbau eingeladen. Wobei einige Fraktionen, die den Bericht der IHK mit salbungsvollen Worten kommentierten, bis hin zu devoten Pressemitteilungen, zu vergessen scheinen, dass es auch und gerade in ökonomisch schwierigen Zeiten immer noch einen Interessengegensatz zwischen Kapital und Arbeit gibt und bisher nur die Kapitalseite die Möglichkeit hatte, ihren Standpunkt darzulegen. Wir meinen, dass es dringend geboten ist, auch die Seite der abhängig Beschäftigten anzuhören und Vertreterin des Betriebsrats von VW, des DGB Nordhessen und Verdi Nordhessen in den Fiebigenbau einzuladen, um einen Bericht über aktuelle Herausforderungen, Chancen und Trends der regionalen Wirtschaft und die Beschäftigungssituation vorzulegen. Ein umfassendes Bild über die aktuellen Herausforderungen kann nur unter Einbeziehung der Beschäftigtenperspektive entstehen. Fragen der sozialen Sicherheit, von Weiterbildung, Mobilität oder Mitbestimmung sind ebenso relevant wie betriebswirtschaftliche Rahmenbedingungen. Gleichberechtigt zu den Arbeitnehmerinnenorganisationen sollten auch die Arbeitnehmerinnenorganisationen Vorschläge an die Kommunalpolitik herantragen. Möglicherweise entstehen dabei dann ja auch noch andere Perspektiven und Sichtweisen auf die Wirklichkeit. Denn wenn hier in Kassel in der heraufziehenden Krise tausende Arbeitsplätze verloren gehen, dann betrifft das ja nicht nur Unternehmen und deren Gewerbesteuerzahler, sondern auch Menschen, die hier leben, Teil der Stadtgesellschaft sind, ihr materielles Auskommen brauchen und konkrete Bedürfnisse und soziale Interessen haben. Wirtschaftswachstum ist kein Selbstzweck und kann unter Umständen sogar kontraproduktiv sein, wenn dabei die elementaren gewerkschaftlichen Forderungen nach gesicherter tariflicher Beschäftigung, guter Arbeit, sozialökologischen Standards sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz unter die Räder kommen. Gerade in Kassel haben wir noch vor wenigen Jahren konstatieren müssen, dass der wirtschaftliche Aufschwung der Stadt nach der langen Niedergangsphase seit den 90er Jahren oftmals nicht einhergeht mit der Schaffung qualifizierter tariflicher Arbeitsplätze, sondern auch mit einem Aufschwung prekärer Arbeit im Niedriglohnsektor und oder mit befristeten Arbeitsverträgen und Leiharbeit verbunden war. Nicht zuletzt betraf dies ja auch die Auslagerung öffentlicher Aufgaben der damit beschäftigten Arbeitnehmerinnen, zum Beispiel im Bereich der Gebäude. In den letzten Jahren haben wir, das kann ich Ihnen anmerken, in diesen manchen dieser Bereiche bei der Stadt zarte Ansätze zu einer Trendwende gesehen, nicht zuletzt auch bedingt durch den sich verschärfenden Fachkräftemangel. Was es damit auf sich hat, welche Auswirkungen die neuere wirtschaftliche Entwicklung auf den Umfang und die Qualität von Arbeit hat, darüber können tatsächlich am ehesten die Gewerkschaften valide Aussagen treffen. Dass diese Aussagen, die sie leider im Interesse, eigenständig formuliert und nicht abstrakt subsumiert werden unter der allgemeinen Betrachtung des Wirtschaftsstandorts Nordhessen aus Sicht der Unternehmen, daran müssten eigentlich alle ein Interesse haben. Insofern halten wir die Einladung der Arbeitnehmerinnenvertretungen in den GFIBIGO eigentlich für eine Selbstverständlichkeit, unabhängig von allen kommunalpolitischen und grundsätzlichen kontroversen politischen Standpunkten der einzelnen Fraktionen. Danke.